Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Earthbound. Ich bin jetzt hier wieder auf dem alten Stand, Leute. Vielleicht sogar ein Level höher, ich bin mir nicht sicher. Könnte auch sein, haben wir schon das Level 13 erreicht. Egal. Zuerst benutzen wir diese Borma, damit ihr auch mal seht, was sie macht. Diese Borma hat das Lied Ode zu Orange Kid gesungen. Sobald es fertig war, ist die Maschine kaputt gegangen. So viel dazu. Dann benutzen wir mal die Broken Machine. Und es passiert auch nichts. So, dann. Jo, machen wir weiter im Spielverlauf, Leute. Oh, endlich kann ich wieder Earthbound aufnehmen. Das macht mich so glücklich. Oh yeah. So. Oh, da ist noch ein Lelufo. Und da ist noch ein Sprout. Oh Gott. Oh mein Gott. Hacken! 17 Damage. Und die macht. Oh, die hat Samen verstreut. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh. So, Lelufo ist kaputt gemacht. Das ist gut. Marble Spice ist kaputt gemacht. Das ist gut. Und die hat eins überlebt. Das ist aber nicht schlimm, denn die stirbt jetzt. Bam! Leute, habt ihr das gesehen? Das war Earthbound. Und wartet, jetzt kommt eine kleine Spielpausierung. So, das war... Jo, meine Sicherung für den Fall, dass das Spiel wieder mittendrin abstürzt. Yeah. Ist halt schon öfters passiert, während ich mich hier schnell wieder hingeboostet habe auf diesen Teil. Muss nicht sein. Muss einfach nicht sein, Leute. So, und die Mobile Sprouts sind noch alles schneller als wir. Naja. Hab heute aber für heute genug gefarmt. Erstmal, jetzt müssen wir weitermachen im Spiel. Cool. Yeah. Wie auch immer wir sie von hinten erwischt haben. Komm, dann nochmal. Vieren im Beam auf uns. Yeah. Und Lelufo ist kaputt. So, yeah. Level 14. Ah, sorry, ich bin etwas müde. Ich bin heute nicht so gut im Kommentieren. Hab grad, dass du das kleine Zoom in den Mund gekommen und sind schon alle meine Kräfte kaputt gegangen. Ich speichere normal. So. Nachdem ich das Kazoo benutzt habe, da wäre wirklich alle Kräfte aus mir raus, irgendwas zu kommentieren. Da muss ich gerade einen Schluck Wasser trinken. Oh yeah. Wasser. Das Elixier des Lebens. Ja gut. Hören. Ach, wenn es nervig ist. So. Ja. Das Life hat aber mit dem Vieh letztendlich auch nichts gebracht. Ja gut, und egal wie oft das Life ab, das kann auch fünfmal in Folge passieren, müssen in der Theorie dann nur einmal ein, das ist nochmal genau einmal ein Smash bekommen mit der Zufallsrate. Und dann war das wie sowieso One-Hit. Hm, schade, jetzt kam nicht das Beispiel. Hatte gehofft, jetzt kommt der Smash, aber nee. Da kommt stattdessen noch ein Christy Mac mit. Na gut. Da seht ihr, Leute, und dafür mache ich die ganze Zeit Self-States. Ich wollte gerade sagen, und da, Leute, geht's weiter, aber ich habe irgendwie mit der Mach weiter Videotaste ein Self-State geloadet. Sehr kurios. Ja, war glaube ich Safe State 8 oder so. Hm. Daraus lernen wir, Leute. Wer auf 8 drücken möchte, muss das Earthbound-Fenster pausieren. Und dafür auf das Bandicam-Fenster klicken. Ja, ja. In einer harten Welt leben wir, Leute. In einer harten Welt leben wir. Komm, jetzt mal die Tränen. Hallo. Das ist das Applicate. Ich hab grad ich bin gerade damit fertig geworden, an meiner neuen Erfindung zu arbeiten. Komm, herüber, so schnell du kannst. Dieses Ding ist so cool. Du wirst mal sehen. Piep. Yeah. Schande? Okay, gut. Wir müssen nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Was für Glück wir da haben. Bam. Ach, komm her. Dann das hier, das sollten wir wanted haben. Bam. Und yeah. Bam und yeah. Das ist die krasseste Kombi, die es gibt. Ach komm. Okay, gut. Danke. Danke. Ja, ja. Das ist deren Art, Hilfe zu rufen. Diese feigen, feigen Pflanzen pflanzen immer Pflanzen um sich herum. Was für kranke Pflanzen. Na ja, gut. Also, und da sind unsere letzten PP weg. Wir können uns nicht mehr hochheilen. Aber ist nicht schlimm, wir sind jetzt gleich wieder in the Big City, Leute. Ja. Das wurde jetzt aber wirklich knapp. You won.
Und das nutzen wir direkt mal, um hier zu speichern. Musik doch mal daraus nutzen, oder Leute? Ah. Okay, ich cut das mal kurz raus. Ah, verdammt. Boah. Sorry Leute, bin jetzt hier wieder auf 8 gekommen, ohne auf das Spiel zu pausieren. So Leute, jetzt aber habt ihr den F8-Hotkey verlegt. Yeah, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir den kriegen. Wir sind extremst low on HP. Oh. Das. Wir haben eine Chance. Komm, wenn der bitte one-hit ist. Okay. Komm, jetzt. Ness. Okay. Hä? Was war das? Oh. Hö. Das ist natürlich auch eine Option. Och nee, ja komm, geben wir es einen anderen, geben wir es einen neuen Schuss. So, jetzt sind wir wieder hier voll an HP. Können wir auch direkt übernachten. Bam. Yeah. Danke. So, und ich trinke so lange noch einen Schluck Wasser. Ja, Leute, so schnell kann es gehen. Warte, ich gebe dem Ganzen noch gerade einen Save Point. Bam. Ah ja, Save States. Da kommt direkt Undertale wieder hoch. So. Das nicht auf der Undertale hat, wo man kotzen muss. Dann. So, gehen wir mal zu der Orange und Apple Git. So, jetzt sind wir nämlich wieder voll on HP und PB. Und dann müssen noch irgendwo irgendwelche Healing-Items herbekommen, weil PK Life ist, nicht PK Life, aber PK Magnet, das ist sehr nervig. Na ja, gut, schaffen wir. Wo haben die nochmal gewohnt? Was ist das hier, wer von euch? Da unten. Hab ich's doch gewusst. Hab ich genau gewusst. Oh, guckst du also für das, nach dem sogenannten, Genie Epic Kit nach? Als ein wahres Genie werde ich sagen, dass er ein Burglar im Park ist und nach dir guckt. Man sieht, die beiden haben anscheinend nicht die besten Beziehung. Die besten Beziehung. Läuft. Das ist Deutsch, Leute. Also, Kit, wo bist du? Mit seiner Maus, wie süß. So. Ich bin jetzt wirklich müde. Weil ich die ganze Nacht gearbeitet habe. Aber endlich, der Bleistiftradierer ist weg, fertig. Diese Maschine wird alle bleistiftgeformten Figuren in einer Sekunde wegradieren. Ist extrem stark. Aber benutze es einfach nicht in der Nähe der Stifte bei meinem Shop. Ja, jetzt kann es dir. Jo, eine sehr coole Maschine. Und, zufällig genau das, was wir brauchen. Zufällig in Anführungsstrichen. Wenn ich irgendetwas anderes Brillantes erfinde, dann rufe ich dich an. Jo Leute, dann würde ich mal sagen, da ihr jetzt nicht wirklich sehen müsst, wie ich jetzt hier die ganze Zeit zurücktracke, werde ich kurz pausieren. Bis gleich. So Leute, endlich nach 20 Minuten. Der Weg hierhin war aufgrund der Hex eine reinste Qual. Aber ich bin jetzt Level 15. Das ist doch was. Boah, die Hex bringt mich hier um. Das ist so krank. Ich habe einmal 6 Mal in Folge gemisst. So. Und er benutzt den Bleistift aus Rasierer. Für irgendeinen seltsamen Grund wurde die Eisener Pencil-Statue weggemacht. Geschafft, Leute. Und das sah episch aus. Ich würde sagen, wir speichern hier kurz. So. Yeah. Oh, yes. Ach komm. Aber ein bestimmtes nervst nur. Naja, oh, das ist aber eine epische Position. Ich frage mich aber auch, wie das funktioniert. Also, ich glaube, der benutzt eigentlich dieser. Leute, auf einen zweiten Versuch. So. Ja, ja, den Text kennen wir, lassen wir es einfach so. Huhu. Heilige Gurken. So, geschafft, Leute. Schlimmsten Moment des Spiels hinter uns. Dann können wir nochmal speichern. Müssen wir nicht nochmal erleben. Naja, der Fotograf. So, und dann geht es weiter, indem wir nach unten gehen und... Oh, oh, oh. Dieser Baum ist aber verdächtig. Pff.
Ja, komm, muss ich einmal gemacht haben. Ich spreche ihn hier nochmal gerade. So. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Baum verfolgt uns. Ich glaube, Leute, so werde ich auch die Folge nennen. Uiuiui. Warte. Oh. Wie kannst du einen Baum verfehlen? Ach komm. Da seht ihr, da beginnt es ja schon mit dem Hex. Aber es hat trotzdem nicht auf uns funktioniert mit dem Brain Shock. Wisst ihr, was das Schlimmste an dem Baum ist? Das, liebe Leute, seht ihr gleich. Komm, das ist jetzt lächerlich. Naja, wird glaube ich jetzt. Ja, nochmal nicht funktioniert. Bam. Nicht nur, dass er extremsten Damage macht. Ja, er geht jetzt auch in Flammen auf. Aber wir haben es noch dank der Rolling HP geschafft. Kurz bevor wir sterben, aufzuhören. So, hier haben wir bitte irgendetwas. Ja, wir haben Croissant, Gott sei Dank. Nutzen wir den. Wir haben eine Chance, Leute. Die Hoffnung stirbt mit Huch. Was war das? Mal. So, hier jetzt. Bam. Nochmal gerade hier Game saven. So. Die Hoffnung stirbt erst mit unserem Croissant. Aber wenn wir jetzt hier noch irgendwo größere Probleme haben, dann soll es mit uns, glaube ich, gewesen sein. Ja, ja, ja. Kann man noch so viel farmen? Wenn der Ex gegen einen sind. Dann funktioniert es halt nicht. So. Ja, ja, Lil Ufo. Wir sind Gott sei Dank außerhalb von seiner Range. So. Travel Charm. Vielleicht war das nochmal hier. Der Traviele Charm. Ah. Help. Must be a crit on your... Ah, vom Paralyse. Brauche ich so sehr. Drop. Wuhu. So. Ach, wir hätten den hier auch an Stacys Arbeitskollegen geben können, fällt mir gerade auf. Gott, ich glaube nicht, dass wir Kraft und sonst was dafür haben, das gerade zu machen. So. Karte sagt hier im Moment gerade auch nein. Jetzt bin ich gespannt, was war das nochmal? Und es war ein Spinning Robo. Und hier hört ihr auch die Musik der Musik. Ach komm, nee. Jetzt haben wir nichts, um uns hier vom Weg zu heilen. Aber ich muss sagen, Leute, die Musik ist krass, oder? Ja, ich weiß. Fast als hätte ich sie komponiert. So. You won. Ja, und jetzt verlieren wir aufgrund der Kälte konstant Leben. Und wir haben wieder was uns. Das ist sehr schön. Dann werden wir halt kollapsen. Weil wir haben nichts, womit wir uns heilen können. Und das Vieh ist da unten. Da unten ist ein Magic Butterfly. Aber wir werden sich mehr bis zum Magic Butterfly überleben. Ja, ja. Ja, ja. Na gut. So, dann. Ja. Uff. Jo, dann. Ich werde jetzt hier kurz cutten, bis wir wieder in dieser Position sind. Bis gleich, Leute. Warte hier. Ach nee, warte, falsch. Muss ja auf F8 drücken dafür. Bis gleich. So, Leute. Versuchen wir jetzt nochmal, trotz den Hexes hier irgendwie weiterzukommen. Und wenn jetzt hier an der Stelle das Spiel abstürzt, dann gebe ich auf. Dann setze ich die Aufnahme wann anders fort. Also nicht wann anders, sondern in der nächsten Folge. Oh, danke. Oh, kein Danke. So, und da wir wissen, dass dieses Gebiet der krass ist, schlucken wir jetzt nochmal ein PK Live ab, nachdem wir gerade gespeichert haben. Und hinten ist auch wieder so ein Fake-Baum. Oh, can't stand these things. So, komm. Bring it on. Vieh. Oder so ähnlich. Das Gesicht, ich finde das so süß. Ah. Bam. Aua. Dann jetzt hier. Oh, das ist noch gar nicht in Flammen aufgegangen. Ich habe jetzt hier begonnen auf der Tastatur zu Jitterklicken. So, jetzt hier Jitterklick. Komm. Bam. Habt ihr das gesehen, Leute? Yeah. Lieb die Rolling Dings. Das könnt ihr aber auch nur deswegen hier reinbringen. So, komm, Leute. Ach nee, wartet, wir verbrauchen zuerst die PSI. Was ja besser ist, denn die Gegner saugen uns ja teilweise mit PSI aus.
Was ein großes Problem ist, weil wir dann keine PK-Attacken einsetzen können. Deshalb nutze ich dir zuerst, weil das Material schonender ist und auf langer Sicht vorteilhafter, wenn wir zuerst dir die PK-Sachen einsetzen. So, weil die Items im Wind, die können uns halt nicht genommen werden. Oh, ich liebe die Musik. Irgendwann werde ich von allem hier ein Kazoo-Cover machen. Ja, ja, Leute. Ich krieg das hin. Yeah! Level 16. So. Dann, Leute. Da unten ist übrigens hier ein Magic Butterfly, wie ihr schon gesehen habt. Dann nutzen wir es direkt mal hier. Live-uppen uns und healen uns. Wusch. Schnappen uns dann direkt das Vieh hier. Ey, komm zurück. Boah, wenn wir wegen dir jetzt einen Gegner reinlaufen, der uns kaputt macht. Ey, übrigens, hat einen guten Grund, dass das Gebiet hier so krank ist. Aber den seht ihr erst später. Ich werde euch jetzt nicht spoilern. So. Ich frag mich, wer diese Brücke kaputt gemacht hat. Wer würde sowas tun? Das ist so schlimm. Leute, wir sind schneller als der Baum. Mama, Mama, ich habe einen Baum überholt im Wettrennen. Komm, dann sacken wir direkt noch ab. Ich werde auch versuchen, den Gegnern hier auszuweichen, auch wenn das eigentlich nichts in meiner Natur ist und ich normalerweise hier immer versuche, an den Viechern zu leveln. Lol, hab jetzt zu einem Moment gedacht, das Lilufo kommt nicht zu uns. Boah, ich liebe die Musik einfach. Ich lieb sie. So. Ich würde das jetzt versuchen, hier auf den Kazoo zu machen. Aber meine Familie erklärt mich ansonsten wieder für verrückt. Wieder. Ich glaube. Boah. Nice. Leute. Ich glaube, wir sollten. Ach, wartet. Zuerst machen wir das Vieh noch kaputt. Das könnte uns ja eigentlich extrem gut stollen, das Vieh jetzt. Wir haben First Attack. So, jetzt. Ob wir gewinnen oder nicht, hängt davon ab, ob wir jetzt hier. Okay, das soll's gewesen sein. Nice. Juhu, one. Ich frag mich. Ach, warte, erstmal hier jetzt ein bisschen Healing. Und mit dem PE geht das jetzt eigentlich besser als vorhin. So, dann ist hier noch live ab. Wie viel XP brauchen wir noch bis zum nächsten Level? Und wir brauchen noch. Ach ja, genau, stimmt. Wir haben ja gerade das abbekommen. Ich speichere nochmal. Bam. Dann gehen wir weiter. Denn dann ist ein Geschenk, das ganze Flick für uns klare Ziere ist. Ja, ja, ja. Eine Bombe. Oh. Oh. Outro. Oh, oh. Bam. Schon 50 HP. Wir sind jetzt bei einem Niveau, da bringen die Rolling HP uns wirklich was. Von. Scheiße? Fragezeichen. So, warte, dann speichern wir noch mal kurz. So, bam. Und ich glaube, nach diesem Kampf hier werde ich. Ach komm, wir machen hier die Folge noch weiter, Leute. Bis wir endlich bei dem Ort angekommen sind, bei dem wir die ganze Folge eigentlich schon ankommen wollen. Too many Schild. So. Wo nicht die junge Art von Schild. Das wäre ja Schild. So. Oh. Muss das eigentlich sein, dass wir in jedem Kampf eine Erkältung bekommen? Mama, ich habe mich während eines Kampfes aus Versehen erkältet. Wir müssen zum Arzt. Ambulanz. Ambulanz. Ach komm. Das hier wird mich jetzt nicht ernsthaft zu Tode stallen. Und das, Leute, hast ja so ziemlich mit allen unseren Chancen noch irgendwas zu gewinnen. Komm. Ah. Ja. Jo, ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal die Folge, Leute. Bis dann. Ciao. Komm, Leute. Hier ungefähr habe ich, glaube ich, aufgehört. So, wir können jetzt hier nicht aufgeben. Wir haben Undertale durchgespielt, Leute. Wir müssen entschlossen bleiben. Was sagen ansonsten Leute von mir, da ist ein Croissant drin? Das ist gut, ich bin hier nämlich ein bisschen, wobei es geht. Na ja, gut, von den PPs her bin ich am dran, wartet. Ich speichere mal kurz. Game Position Set 1. Sind wir wieder hier? Ich habe hier komplett die Orientierung gerade verloren. Verdammt.
schätze mal einfach, müssen wir hier rüber. So. Da unten ist noch ein Geschenk, das können wir direkt in Empfang nehmen. Boah, Gott sei Dank, der Roboter ist da unten. And we're out of Artis range. So. Eine Glückskapsel. Oh. Too much stuff. So. Ah ja. Da mittendrin im Chaos der Gefühle nochmal auf die Idee kommt, sich mit Zeug zuzudecken. So, dann hier. Lucky Capsule. So. Wenn ich mich nicht irre, sollte Luck vom Sinn her eigentlich dafür sorgen, dass wir öfters treffen. Das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt sind wir unbesiegbar. Yeah, bring it on, du Baum. So. Naja. Keine PP, volles Leben. Offense down, defense down, komm. Ach, auch. Man sieht, Leute, die Glückskapsel hat was gebracht. Und der Typ benutzt gerade voll die, das Pokémon-Gedöns an Staatsattacken. Und ha, der Brain Shock hat nicht an uns funktioniert. Weil wir einfach nur awesome sind, Leute. Ich hasse die Hexe irgendwie ein bisschen. Komm. Schlimmer als ein Pokémon. So, jetzt komm hier. Yeah! Habt ihr das gesehen, Leute? Das war der Jitterklick. So. Ja, meine Orientierung ist weg. Baram, 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 baram. Orientierung ist weg. Was für ein Dreck. Die Orientierung ist hier weg. Komm. Da. Huch. Festlaufen. So. Ich möchte jetzt den Gegner möglichst aus dem Weg gehen. Ich glaube, Leute, diesen Kampf überleben wir nicht. Außer. Ja, komm, versuchen wir es. Komm. Na, es gibt uns einen Hit. Bam. Yeah. Komm. Leute! Was ist hier los? Wir haben es zweimal in Folge geschafft zu treffen. So. Das ist die Entschuldigung vom Spiel dafür, was hier alles passiert ist. Und so. So, komm. Nein, nix. Meine Orientierung ist weg und die Umgebung ist voll voller Gegner. Was für ein Dreck. Und, ich habe Angst vor den Leuten, die sind so böse wie Vegeta. Jo. Komm. Leider ist hier, da unten ist noch Magic Butterfly. Wenn der Magic Butterfly ist, der ist noch da, Leute. So, dann benutzen wir es direkt. Lipfer ab. Komm. Geh mir der Pepe. So. Ja, ja. So, dann zapfen wir jetzt nochmal. Dann zapfen wir nochmal. So. Jo, da müssen wir hoch. Das ist sehr gut zu wissen. So. Dein Ernst? Nee, Ness. Komm. Du kannst dir nicht wirklich an so etwas stecken bleiben. Da springt man doch eher die Klippe runter, als gegen einen Baum zu kämpfen. So, ja, ja, noch eine Vakuumattacke. Komm, noch ein. Bam. Diesmal. Gibt den Hex keine Chance. Gibt den Hex keine Chance. Der Junge hat den Hex keine Chance gegeben, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das? So. Stärker als die 0% Chance. So. Und dann nochmal ein Lipfu-Up. Husch. Huch. Oh. Das war peinlich. Wo ging's nochmal lang? Das habe ich sehr vergessen. Da. Da, Leute. Endlich. So. Ich speichere nochmal. Man kann nicht oft genug speichern. So, vor allem nicht, wenn das Spiel konstant abstürzt. Okay, da geht's nicht lang. So. Das Problem ist ja aber auch, es bringt mir nichts, die Gegner kaputt zu machen. Weil ich bin stark genug, um die alle zu besiegen. Es sind halt nur die Hex. Und da kann mir jeder sagen, was jeder sagen will. Das ist so und das bleibt so und das... Oh, das ist natürlich hier PP-Verschwendung, aber das ist kein Problem. So, dann relaxieren wir nochmal. Wusch. Yeah.
Dann zapfen wir nochmal die Gump-Position. Nochmal nach unten. So, ich sehe nicht ein, dass ich die Gegner hier bekämpfe, wenn mir die Level-Ups nichts bringen. Moment. Das ist nämlich hier Unsinn. Ja. Und da sind wir unten gleich auch jetzt schon fast an unserem Ziel oder angekommen. Hä? Ach komm her, Paul. Dann zapfen wir nochmal die Magic Butterfly an. Fressen sie auf, verschlingen sie, schlürfen die Magie aus ihr weg. Hoffen, dass die Gegner dort verschwinden. Verschwinden. Yeah. So. So. Ja, die Musik, Leute. Kranker Shit. Wo gibt's noch mal entlang? Ein Hard? Was ist ein Hard? Ein Hard Head. Hä? Achso. Ja, eigentlich Skills, Leute. Erwartet hier. Könnten wir es direkt mal equipen? Also. Baseball Cap. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht haben wir dieses Mal sogar eine Chance zu gewinnen. Vielleicht kommen wir endlich mal durch. Das wäre sehr schön. Das wäre fast zu schön, um wahr zu sein. So, da Baseball Cap. Geh. Hallo. So. Geh bitte weg. Ich will dich nicht mehr. Dann brauchen wir den Höhleneingang. Oh Gott, geht weg. Geht weg. Ich kann euch nicht mehr sehen. Ich will euch nicht mehr sehen. Und wenn ich jetzt wiederkomme, dann werde ich euch auch nicht mehr. Ich weiß, Leute, dass es sehr armselig ist, hier solche Tricks anzuwenden, aber meine Geduld ist überstrapaziert. So, komm, dann kümmern wir uns nochmal um den Roboter. Oh. Jeden verdammten Kampf mit Gold, auch wenn es jetzt nicht mehr dert. Sollten aber bald hier trotzdem das nächste Level erreicht haben, oder? Hier ist der Dis. Ja, ja, ein Kampf noch ungefähr. So, hier. Nochmal Healing benutzen. Bam. Gebounce. Ach komm. Ich renne jetzt nicht weg. Ach, seht ihr das, Leute? Wir haben sogar die Opening. Das ist doch schön. Aber dann können wir sie doch direkt nutzen. Um zu zeigen, dass wir freaking rockin' dudes sind, guys. So, bam. Wusch. Keinen ist da kaputt gemacht, aber jetzt hier den nächsten machen wir kaputt. Kaputtli. Oh. Jeden Kampf. Haben Glück, dass wir jetzt noch hier PP übrig haben. Ansonsten wäre es etwas dumm. Und somit sollten wir auch endlich das nächste Level erreicht haben. Level 17. Bald sind wir auch Level 20, Leute. Dann haben wir Undertale überholt. So. Nochmal Healing. Wusch. Yeah. Und da unten, das Pferd hat mich Gott sei Dank nicht entdeckt. Das ist tricky. Warte, ich speichere noch mal kurz. Bam. Bounce. So. Da. Endlich. Gleich sind wir auch in dem Valley. Das ist noch eine Snacke. Die ganzen Viecher können mir Gott sei Dank nichts. Komm, nicht ihr Ernst. Stirb. So. Juhu, one. Ein XP, Leute, dafür hat sich gelohnt. So, und jetzt sind wir bei eines der gruseligsten Challenges des gesamten Spiels. Jo, das ist Happy Happy Rally. So. Huch. So. Willkommen zum Happy Happy Dorf. Ja, ja, Leute. Also ich würde mal sagen, an der Folge, an der Stelle beenden wir auch die Folge, an der Folge beenden wir die Stelle. Bis dann, Leute. Ciao. Ach, wartet, bevor ich jetzt beendere, speichere ich nochmal. Slot 1. Bam. Also, see ya, guys.